Auswandern. Was hat es gebraucht, damit ich selbst auswandern konnte? Und was kannst du für dich mitnehmen, wenn du auch auswandern möchtest, mehr reisen möchtest oder vielleicht auch einfach leichter leben möchtest? Erst einmal willkommen zu diesem Video und danke, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Ja, ich nehme dieses Video gerade am, was haben wir, 23. September 2021 noch in meiner, ja, fast leeren Wohnung auf. Denn es geht für mich in 11 Tagen erstmal in den Flieger mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko. Und wann, wo und wie es dann für mich weitergehen wird, wirst du in den nächsten Videos erfahren oder hast du vielleicht auch schon gesehen, denn ich weiß es selbst noch nicht. Und ich möchte dir einfach ein paar Sachen mit an die Hand geben oder auch einfach von meiner Reise ein bisschen erzählen, was es für mich gebraucht hat, dass ich jetzt an diesem Punkt sitzen kann und darüber sprechen kann. Denn es kam natürlich auch nicht von ungefähr, dass ich jetzt einfach denke, so, ja doch, reisen und einfach mal so jetzt in ein anderes Land gehen, ist geil. Also klar, schon, aber ganz von alleine kam es nicht. Ich habe mir hier nochmal ein paar Punkte aufgeschrieben, damit ich nämlich nichts vergesse. Also natürlich ist einmal der Punkt Mut und Neugier ein unglaublich wichtiger Punkt. Also halt einfach Neugier auf neue Eindrücke, Erfahrung und halt nicht zu sagen, so gut, jetzt habe ich so und so viele Jahre diese Erfahrung hier in meiner Wohnung, in meiner Stadt, in meinem Stadtteil, was auch immer, halt immer wieder dieselben Erfahrungen. Wenn dich das nervt und du einfach mal Bock hast auf neue Erfahrungen, dann mach das. Egal was. Wenn es jetzt ein anderer Stadtteil ist, eine andere Stadt, ein anderes Land, keine Ahnung, muss ja jetzt nicht direkt über den Atlantik sein. Reicht ja schon, wenn es dann, weiß nicht, in die Schweiz, Österreich, Belgien oder so geht. Also halt in Nachbarländer. Das reicht ja schon für die ersten Schritte, um da einfach mal zu gucken, wie ist denn das? Komme ich damit klar, wenn ich jetzt mal nicht mehr in dem Stadtteil A wohne, sondern mal in Stadtteil B? Bricht da eine Welt zusammen oder könnte mir das doch gefallen, weil ich mal einen anderen Blickwinkel habe? Ja. Mut. Natürlich braucht es Mut für diesen Schritt. Aber dieser Mut ist ja auch erlernbar bzw. trainierbar. Genauso wie ich es ja gerade schon mit diesen kleinen Beispielen von wegen mal von Stadtteil A nach B umzuziehen oder von Stadt A zu Stadt B umzuziehen. Das sind ja schon so kleine Mut-Steps, die in die richtige Richtung gehen. Und genauso war es ja letztendlich auch einfach bei mir. Ich selbst war ja fast ein Jahrzehnt bei der Marine und oder halt auch bei der Bundeswehr. Und dadurch habe ich halt, ja, seit meiner Jugend quasi, kenne ich es halt einfach, dass ich ganz, ganz oft in anderen Städten bin, in anderen Kasernen, anderen Schiffen und dann letztendlich natürlich auch in anderen Ländern, wenn wir halt dann mit unserer Fregatte zur See gefahren sind. Das war für mich halt immer mehr Routine. Und dadurch ist dann halt auch eine Art Abstumpfungsfaktor natürlich auch irgendwie da, dass es dann halt nicht mehr so krass ist, so wow, beim ersten Mal so wow, okay krass, ich bin jetzt in einem anderen Land so und ich bin dann mit meinem Schiff hingefahren, wow, voll abgefahren. Sondern irgendwann wurde es halt zur Gewohnheit, zur Routine und ja, das ist dann natürlich auch einfach der Faktor, dass je öfter du so etwas machst, desto routinierter wird es dann natürlich auch für dich. So. Dann, jetzt machen wir mal weiter, sonst wird das, der Punkt alleine schon ein Riesenthema. ja, letztendlich kommen halt die Punkte Reiselust, darauf Lust haben zu reisen, was natürlich auch wieder dazu gehört, ist einfach mal auszuprobieren. Denn ob du da halt Bock drauf hast, wenn du Deutschland oder Europa noch nie verlassen hast, ja, das wirst du halt erst wissen, wenn du mal am anderen Kontinent bist oder im anderen Land bist. Das musst du halt ausprobieren. Und das ist halt einfach der nächste wichtige Punkt, viele Sachen auszuprobieren. Denn erst dann kannst du sicher sagen, ob es dir gefällt oder nicht. Nur zu sagen, so, ja, das weiß ich jetzt schon, es wird mir nicht gefallen, das ist Bullshit, das kannst du nicht wissen. Und genau, was hat mir jetzt noch letztendlich dabei geholfen? Also ein ganz, ganz großer Punkt ist halt einfach der Minimalismus. Also ich lebe relativ minimalistisch, ich brauche halt nicht so viel. Ich leg halt Wert auf Klamotten, gute Bücher und Technik. Das sind halt so die Sachen, wo ich halt sage,
Davon habe ich gerne viel oder qualitativ hochwertige Sachen, sagen wir lieber so. Und ich habe jetzt auch die letzten fast 2 Jahre in einer kompletten möblierten Wohnung gelebt. Heißt, ich hatte auch quasi nur Taschen, Elektronik, Bücher und Klamotten und so ein bisschen Gedöns bei mir. Das macht es natürlich alles viel, viel einfacher, wenn ich halt auf Reisen gehen möchte. Weil ich muss jetzt halt nur mein Auto loswerden, ein bisschen Klamotten einlagern und halt entscheiden, okay, was ist weggeschmissen und und. Das macht es natürlich im nächsten Schritt auch nochmal ungemein einfach. Ja, und was hat es noch gebraucht, beziehungsweise was kann es noch einfacher machen? Naja, für mich und ich würde auch sagen für meine Familie hat es deutlich einfacher gemacht, diese Testläufe, sag ich mal. Also, ich selbst war ja mehrere Monate immer mal wieder mit der Fregatte halt weg. Das längste waren halt 6 Monate, wo wir im Auslandseinsatz waren. Und dadurch kennt meine Familie halt einfach, dass ich öfter und längere Zeit auch einfach mal weg bin. Und für die ist es halt nicht so krass und überraschend. Und dasselbe natürlich auch für mich. Heißt, ich kenne es einfach, wenn ich mal ein halbes Jahr meine Freunde, also meine Familie und all diese Menschen um mich herum nicht sehe oder halt auch mal ein Quartal oder mehrere Quartale, das kenne ich halt alles schon. Das macht es natürlich auch wiederum einfacher. So, dasselbe könntest du halt auch machen. Ich meine, beispielsweise hast du jetzt Homeoffice oder dank Corona Homeoffice im Winter, Lockdown, was auch immer. Guckst du einfach mal, okay, ich vermiete meine Wohnung für Quartal unter und gehe mal in eine andere Stadt oder finde eine Freundin, die halt auch in einer anderen Stadt wohnt, im anderen Land, was auch immer. Und wir tauschen einfach mal die Wohnung. Da gibt es ja Dutzende Möglichkeiten. Das könnte zum Beispiel auch so ein Probelauf sein oder muss ja nicht im anderen Land sein. Kann ja auch einfach sein, keine Ahnung, tausend Städte von München nach Berlin oder sowas. Ja, um da einfach mal so ein bisschen reinzugehen. Denn dann wirst du auch merken, so, okay, geil, ich finde ja auch in anderen Städten andere Menschen, Freunde, mit denen ich klarkomme. Das ist total verrückt, aber es funktioniert. Vor allem, wenn du dann halt im kalten Wasser bist. Und genau, dann noch ein weiterer Punkt, der gar nicht auf der Liste steht bei mir, der mir gerade eingefallen ist. Einfach mal Dinge alleine zu machen, zu probieren und zu merken, wow, geil. Mein steinzeitlicher Körper kriegt es hin, nicht in einer Gruppe unterwegs zu sein, sondern auch mal alleine und zu merken, so, ich kann auch alleine Spaß haben. Ich kann auch mit fremden Menschen Spaß haben, die dann zu Freunden und Bekannten werden. Also da halt auch einfach mal ein paar Erfahrungen zu sammeln, öfter mal Dinge alleine zu machen und zu merken, das geht. Das ist total, ich weiß, es wird für alle Menschen eine total kranke und absurde Erfahrung sein, überhaupt diesen Mut zusammenzunehmen. Aber das bedarf es dann natürlich, wenn man dann alleine mal ins Ausland gehen möchte. Ist klar. Heißt, da wären wir quasi schon wieder bei dem nächsten kleinen Testlauf, den man machen kann. Ihr merkt, es geht ganz, ganz viel um kleine MVPs, also Minimal Viable Products. Total geil. Ich liebe das einfach. Ja, und jetzt noch mal ein paar Punkte, die gar nicht so direkt zu den anderen Punkten passen, aber halt dennoch unglaublich wichtig ist. Denn eine Vision und ein Ziel und einen Traum zu haben, also am besten erstmal den Traum, dann die Vision und dann das Ziel, ne? Da das einfach zu haben, ist total wichtig. Denn ich wusste schon seit ganz, ganz langer Zeit, also quasi den Traum, im Ausland zu sein, dort zu leben, was ja auch einer der Gründe war, warum ich zur Marine gegangen bin. Ne? Und das habe ich dann halt immer mehr zu einer Vision gemacht. Heißt, ich habe es dann halt einfach mal ausgeschmückt, mal niedergeschrieben. Okay, wie sieht denn mein Traumleben aus in 10 Jahren? Also jetzt dann irgendwie nur noch in 7 Jahren oder sowas. Aber ich wusste damals halt schon, also seit Jahren wusste ich, ich werde an einem Meer oder am Meer leben, wo es richtig schön warm ist, wo ich nicht frieren muss, wo ich oberkörperfrei rumlaufen kann, wo ich ein richtig geiles, also ich könnte jetzt noch Ewigkeiten weiterschwafeln, aber ich habe halt total crystal clear in meinem Kopf, wie es aussehen soll, mein Leben. Und da ist dann halt auch das Traumhaus in der Traumgegend. Und das passt dann halt total gut. Ob das jetzt Mexiko wird mit dem Traumhaus, weiß ich nicht. Aber die Richtung, die stimmt. Denn ich nähere mich meinem Ziel weiter an. Genau.
Und dann natürlich dann der nächste Punkt der Visualisierung, da reinzugehen. Okay, wenn ich jetzt ein Ziel habe, also Ziel ist ja schon total geil, aber wenn ich mir das visualisiere, dimensionalisiere, vorstelle und gehe da rein, dann mache ich es mir, meinem Unterbewusstsein und dem Universum viel, viel einfacher, dass dieses Ziel dann halt zu mir kommt. Heißt, ich habe es ja nicht nur einmal niedergeschrieben und dann war es gut. Nein, ich habe das dann halt auch da auch an die Vision Wall gehangen und bin dann halt auch regelmäßig, wenn ich dann da einfach mal quasi in diese Traumreise reingegangen bin, wie es dann später aussehen soll, war dieses Bild halt auch immer da und ich habe es halt auch immer weiter ausgebaut. Und dadurch kommt es jetzt halt auch schneller zu mir. Und ja, dann noch einfach die Punkte zu erkennen überhaupt, okay, warum möchte ich denn auswandern, ausreisen, super langen Urlaub machen, what else? Warum? Heißt, was tut mir gut? Oder welche Länder, welche Gegenden tun mir gut? Denn ich bin fest davon überzeugt, wenn ich vorher einfach schon mal mehr weiß, was mir gut tut als Mensch, wo meine Grenzen sind, wo sie nicht sind, heißt, ich einfach schon mal so ein paar Belastungen, ein paar Tests hinter mir habe, dass es halt einfacher ist. Denn ich weiß einfach, okay, ich komme wundervoll mit 30, 35, auch mit 40 Grad klar und das auch über einen langen Zeitraum. Man sieht es mir auf meinem Turn zwar nicht an, ich kann das aber. Das weiß ich durch meinen Aufenthalt, also meinen Auslandseinsatz, wo wir halt dann von März bis September im Mittelmeer waren. Und dann hatten wir halt dann auch teilweise da irgendwie 40 Grad und dann habe ich auch bei 40 Grad noch Sport gemacht. Das geht alles. So, und das weiß ich halt einfach. Und ich weiß halt auch, dass mir halt einfach das unglaublich gut tut. Und da darfst du dann einfach schauen, okay, was tut mir gut? Komme ich denn halt mit so einem Wetter klar? Komme ich mit Mexiko klar, wie der Felix dahin geht? Oder wäre ich halt eher so der Schweden- mit Dänemark-Typ? Oder irgendwo dazwischen? Möchte ich halt lieber Berge haben? Möchte ich Meer haben? Was brauche ich? Was sollen da für Menschen sein? Sollen die offen sein? Verschlossen? Ne? Heißt, da kann man auch nochmal ganz, ganz viele Kriterien und Richtlinien durchfahren. Was braucht es denn? Was darf es für mich sein? Und das halt einfach zu erkennen, ist auch unglaublich wichtig. Und dann natürlich quasi bei dem Prozess der Selbsterkenntnis zu wissen, was habe ich denn für Werte? Beispielsweise Freiheit, Offenheit, Achtsamkeit, also dass halt die Menschen sich um andere Menschen kümmern und und. Wenn ich halt weiß, okay, das sind meine Werte und das sind ungefähr die Werte, die in diesem Land vorherrschen, dann habe ich ja da schon mal so einen groben Match oder halt auch nicht. Und das bringt mich dann halt auch wiederum diesem Schritt näher. Und dann bin ich halt beim Reisen oder beim Auswandern weniger enttäuscht und aber auch wiederum halt mehr in mir selbst gefestigt, wenn ich halt einfach weiß, okay, das und das und das sind meine Werte. Und wenn dann halt die Menschen nicht mit diesen Werten übereinstimmen, dann ist das halt okay für mich, weil es sind ja deren Werte, ne? Also du merkst, das halt einfach zu wissen, ist unglaublich kraftvoll und gibt dir halt auch ganz, ganz, ganz viel Ruhe für deine anstehenden Reisen, egal ob es kleinere oder größere sind. Das hilft einfach tatsächlich auch in jeder Lebenslage. Deswegen sagte ich ja, dass dieses Video halt auch für dich da ist. Wenn du gerade gar nicht am Reisen bist oder so vorhast, aber halt diese, ja, Mut, Neugier, Lust auf neue Sachen, aber halt auch wiederum sich und seine Werte besser zu kennen, ist letztendlich unglaublich hilfreich. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Und lass mir doch gerne mal unten in den Kommentaren wissen, wie du es fandest, ob da coole Sachen für dich dabei waren oder ob ich irgendwo noch tiefer reingehen soll. Denn ja, der Reisevlog ist ja tatsächlich auch etwas Neues für mich. Und ja, danke dir vielmals. Freue mich über deine Kommentare und bis bald.